Nächster Redner für die Fraktion Die Linke. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition und von den Grünen, noch haben Sie die Chance, im Sinne des Strukschen Gesetzes dafür zu sorgen, dass ein Gesetzentwurf das Parlament nicht so verlässt, wie er im Vorhinein hineingekommen ist, zumindest und zumal der Gesetzentwurf einen gravierenden Mangel aufweist. Und dazu liegt der Änderungsantrag der Linken vor. Allerdings haben die bisherigen Debatten, vor allem jene im Ausschuss, wenig Hoffnung gegeben, dass es hier noch ein Einlenken gibt, und Sie wollen diesen offenkundigen Mangel aus rein politischen Gründen nicht beheben. Einige wollen das deshalb nicht, weil ihnen die ideologisch geprägte Abrechnung und Diskreditierung des DDR-Sports anscheinend wichtiger ist als die wirksame Unterstützung von Leistungssportlern, die gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen gedopt worden sind und dadurch bis heute erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten haben. Wenn für Sie das Wohl der Dopingopfer im Mittelpunkt stehen würde, würden Sie nicht nur eine Einmalzahlung von 10.500 Euro gewähren, sondern darüber hinaus auch die unzweifelhaft erforderlichen passgenauen Hilfsleistungen für die Betroffenen. Davon ist im vorliegenden Gesetzentwurf aber keine Rede. Und wenn für Sie das Wohl der Dopingopfer im Mittelpunkt stehen würde, würden Sie auch im Sinne des verfassungsrechtlich gebotenen Gleichheitsgrundsatzes die deutschen Dopingopfer in Ost und West endlich in gleicher Art und Weise unterstützen. Reflexartig, Frau Freitag hat es ja wieder gezeigt, kommt dann immer wieder der Verweis, dass es sich beim DDR-Sport um Staatsdoping auf der Grundlage des Staatsplanes gehandelt hat, was im Westen nicht der Fall gewesen sei. Dazu möchte ich gern zwei Dinge bemerken. Erstens steht selbst in dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf nicht, dass Betroffene nur dann antragsberechtigt sind, wenn sie Dopingopfer im Rahmen eines Staatsplanes waren, sondern Anspruchsvoraussetzung ist einzig und allein, dass die Sportler gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen gedopt wurden. Das aber kann es sowohl in Ost wie in West gegeben haben. Und wenn man sieht, wie die Aufklärungsarbeit der unabhängigen Evaluierungskommission Sportmedizin zur Dopingvergangenheit an der Universität Freiburg behindert oder sogar boykottiert wird, ahnt man, was dort vertuscht werden soll. Und zweitens bestreitet inzwischen nicht mal mehr die Bundesregierung, dass es auch in der alten und heutigen Bundesrepublik Sportler geben kann, die gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen gedopt wurden. Auch deshalb ist die bislang artikulierte Ablehnung unseres Änderungsantrags unverständlich. Entweder, meine Damen und Herren, entweder es gab keine derartigen Opfer im Westen, dann werden eben auch keine Anträge gestellt. Oder aber es gibt tatsächlich auch im Westen Betroffene, dann haben die natürlich auch ein Recht auf Entschädigung. Und gestatten Sie mir den Verweis auf ein anderes unrühmliches Kapitel deutscher Geschichte. Der Kontergan-Skandal ist leider bis heute ein hochaktuelles Thema. Hier taten Bundestag, Bundesregierung gemeinsam mit der Justiz alles, um die Opfer und ihre Angehörigen leider sehr spät und dann noch unzureichend zu entschädigen. Inzwischen musste durch den Druck der Kontergan-Opfer und ihrer Angehörigen sowie vieler Unterstützer, Die Linke eingeschlossen, das Kontergan-Stiftungsgesetz mehrfach geändert werden. Und trotzdem gibt es im Interesse der Opfer noch immer viel zu tun. Die historische Aufarbeitung stößt weiterhin auf Widerstand. Und den größten Teil der Kosten müssen die Steuerzahler tragen. Auffällige Parallelen. Und abschließend möchte ich noch eine Anmerkung zum Dopingopferhilfeverein machen, den wir um eine Stellungnahme zu unserem Änderungsantrag gebeten haben. Mit den Positionen dieses Vereins stimmen wir wahrlich nicht immer überein. Aber Ines Geipel und ihre Mitstreiter leisten seit vielen Jahren unter schwierigen Bedingungen eine Arbeit, vor der ich großen Respekt habe. Ohne dieses hartnäckige Engagement hätte die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf wohl nicht vorgelegt. Und Frau Geipel hat mir Folgendes geschrieben, Zitat: Es ist in unseren Augen keine Frage, dass ein Athlet, der als Minderjähriger von einem westdeutschen Trainer oder von einem Trainer nach 1989 gegen Wissen und Wollen gedopt wurde und heute mit physischen und psychischen Schäden zu kämpfen hat, entschädigt werden muss. Und ihr Fazit ist, Politik, zuallererst aber der Sport, werden hier nachlegen müssen. Ende des Zitats. Und auch deshalb fordern wir, dass sich endlich auch der DOSB an der Finanzierung beteiligt. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Die Linke wird dem Dopingopferhilfegesetz trotz der geäußerten Bedenken zustimmen, weil wir die Entschädigung für die Betroffenen aus der ehemaligen DDR natürlich
unterstützen. Ich kann den Dopingopfern in Ost und West aber zugleich versichern, dass dies kein Schlussgesetz ist. Das Thema wird uns leider weiter beschäftigen müssen. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun die Kollegin Dagmar Freitag.